Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, sind wir zurück in der Welt von Minecraft Eon. Und Leute, direkt zu Anfang, Entschuldigung, dass die Folge heute so spät kommt. Ich muss ehrlich sein, ich hab's komplett verpennt, wenn ich ehrlich bin, aufgrund Schule und sowas. Darauf würde ich jetzt einfach mal schieben, Leute. Es tut mir leid, aber die Folge kommt. Leute, es ist die vorletzte Folge vor dem Finale. Es ist krass, Leute. Übrigens, Leute, das ist quasi auch eure letzte Chance. Nochmal, ich habe gerade gemerkt, dass einfach während der Aufnahme oben so ein schwarzer Rand war, weil OBS die Aufnahme verschoben hat. Leute, sorry. Übrigens, letzte Chance, in der nächsten Folge werde ich zum letzten Mal in diesem Projekt Fanarts und sowas aufhängen, Leute. Noch nicht dieses Mal, die sammeln wir uns wirklich alle fürs nächste Mal auf. Und ihr habt bis zum nächsten Mal auch noch Chance, bei den Abstimmungen mitzumachen zu dem Finalschwert, Leute. Das findet ihr im Community-Tab hier auf diesem Kanal, Leute. Also wenn ihr noch nicht abgestimmt habt, tut das unbedingt. Oder ihr macht es über meinen Discord-Server, wenn ihr da drauf seid oder beitreten wollt. Link ist in der Beschreibung. Leute, heute wollte ich aber zuallererst Kommentare lesen und daraufhin dann auch in die Stadt gehen, wie ich es beim letzten Mal angekündigt hatte, um mal zu gucken, was da denn eigentlich los ist. So, gehen wir mal gerade zu den Commentaries, Leute. Da können wir uns ja erstmal hier ein bisschen was durchlesen, Leute. In der Nähe schreibt, eigentlich sind alle Schwerter cool, jedes Schwert hat was eigenes. Das ist auf jeden Fall wahr. Es sind so viele unterschiedliche Schwerter mal rausgekommen, Leute. Damit hätte ich tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, nicht so gerechnet. Aber es freut mich umso mehr, dass daraus so viel geworden ist. Ich finde es schade, dass ich nicht mehr weiß, was ich für Fanarts machen soll. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es in einen Kommentar, wäre nett. Einfach zur Folge irgendwie was machen, wenn irgendwas Cooles passiert oder so, irgendwie zu einem Kampf oder was weiß ich. Es gibt ja tausende Möglichkeiten, da was zu finden. Andi Dorf schreibt, zeig doch bitte nochmal alle Häuser dein Storm und keine Ahnung, halt so alle oder die meisten. Ich glaube, sie geht auf Nemesis gerade ein. Leute, übrigens, Nemesis wird auf jeden Fall noch kommen. Ich werde es auch, Leute, ich habe beschlossen, dass es nur 25 Folgen auch haben wird. Es wird auf jeden Fall noch kommen, es wird ein Finale kommen und es wird ein neues Projekt in der Art von Eon und Nemesis kommen. Ich bin da im Moment schon ein bisschen was am Planen. Aber Leute, es wird auf jeden Fall noch ein Projekt kommen. Keine Sorge. Nochmal eins, was vielleicht dann auch wieder länger ist. Vielleicht auch so um die 50 Folgen, je nachdem, Leute. Das muss ich dann mal schauen. Aber es ist noch auf jeden Fall was geplant, Leute. Also keine Sorge. Und Nemesis kommt auch noch, die paar Abschlussfolgen. So. Bei mir ist das dritte mehr ein farbliches Upgrade vom zweiten. Der Aliba A1403 hat ja auch Schwerter gemacht. Und der mit diesen, Leute, ich zeig's euch, ich habe da übrigens zwei Einsendungen, die ich kurz nach der Folge bekommen habe, noch nicht aufgehängt. Und zwar meint der, genau, hier diese beiden, dass das hier, ja genau, das hier eher so ein farbliches Upgrade hiervon noch ist, Leute. Genau, so, damit ihr Bescheid wisst, wo es hier gerade ging. So, was haben wir denn hier noch? Nice, alle Schwerter sind cool, aber ich finde mein Schwert, also das zweite, was ich geschickt habe, am coolsten. Leute, das ist ja jedem seine Meinung, ist auf jeden Fall aber auch ein sehr cooles Schwert und ich finde sie alle cool. Und ich kann mich ehrlich gesagt wirklich nicht entscheiden, welches Schwert ich davon nehmen würde, deswegen müsst ihr das ja für mich übernehmen. So, falls du Kacke zum Werfen haben willst, ist von Likanitius Mops, ich weiß nie, wie man das ausspricht, so, aber dieser Mod, ne Leute, ich hätte den glaube ich sogar, ich hatte den glaube ich in der Beta-Version einmal damals in Eternal vom Modpack drin und tatsächlich glaube ich auch am Anfang vom Eon Modpack so in der Beta quasi. Ich mache ja immer erst so ein grobes Modpack, dann mache ich Optimierungen, füge was hinzu, entferne was, was nicht so gut läuft und sowas, Leute. Und ich glaube, das hatte ich tatsächlich auch bei Eon drin, aber dieser Mod ist, der ist anspruchsvoll, das ist schrecklich, Leute, so was hasse ich, wenn diese Mods so anspruchsvoll manchmal sind und nicht immer mit allem funktionieren wollen.
Okinoki TV schreibt, echt cooles Video, bin der Erste, glaube ich. Vielen lieben Dank. So, dann hier. Atlantis 71 schreibt, du bist der Nachfolger von dem Herrn Chaos-Logi. okay. Ich weiß gar nicht genau, was ich dazu sagen soll, wenn ich ehrlich bin. Endaniel schreibt, und danke fürs Vorlesen von meinem Kommentar. Immer wieder gerne, Leute. Nächste Folge wird auch das letzte Mal sein, wo wir Kommentare lesen werden, tatsächlich. Uiuiui. Und dann kommt das Finale der kompletten Planetensaga. Ich werde es so vermissen, wenn ich ehrlich bin. So, warte. Habe ich jetzt was hier übersprungen? Nur zur Info, ich sehe dich zum ersten Mal, also dein erstes Video, was ich gesehen habe, war der Stream von Apollo Finale, aber guter Kerl. Vielen lieben Dank und herzlich willkommen bei Team Planet, lieber Atlantis 71. Melissa schreibt, ich finde das siebte, zweite und das Victor-Schwert am besten. Die sind auch auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wie gesagt, Leute, ich kann mich echt selber nicht entscheiden, welches Schwert ich am besten finden soll. Jedes Schwert hat was. Ich würde am liebsten eine Mischung aus allem haben, aber das wäre... Ich wüsste nicht, wie man das dann aussehen soll. Die Brüder schreibt. Leute, nur weil da das Ü gerade abgehakt ist. Die Folge war heute sehr geil und die Schwerter waren auch mega geil. Kannst du mich grüßen? Grüße gehen raus an die Brüder. Blauri66 schreibt. Ich habe die nervigsten Namen gegoogelt und Platz 6 ist Iphonius. Das ist The Hissing Sound. Okay, das war das erste Mal, dass ich das Event hatte. Okay, Leute, wird schon nichts Schlimmes sein. Boah, das ist aber echt ein schrecklicher Name. Jeremy Ehrenspenger schreibt, cooles Video, die Schwerter sind cool geworden und kannst du mal wieder live gehen. Leute, muss ich mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Oh nein, das wollte ich nicht. Zack. Gacha Life Nina schreibt, ich hoffe, dir haben alle Bilder gefallen. Ja, die waren sehr cool. Vielen lieben Dank da an dieser Stelle nochmal. So, kannst du sagen, welche Version es noch gibt für die Totems aus Advent of Ascension? Weil die Version, die du mir gesagt hast, aber jetzt finde ich die Version nicht mehr fort. Leute, da müsst ihr jetzt selber mal ein bisschen gucken. Ich weiß, ich kenne nicht alle Versionen immer, deswegen. Cooles, nices Video. Hashtag Like, Hashtag Team Planet, Hashtag Abo. Bist der Beste. Vielen, vielen lieben Dank, Leo. Eisstars. Eon ist das. Eisstars habe ich gerade. Eisstars. Sorry, Leute. Eon ist das beste Projekt. Vielen lieben Dank. Freut mich, dass dir das so gut gefällt. So. Oh Gott, hier kommt ja noch mehr. Hero Crafter schreibt. Super Video. Weiter so, hat mich sehr unterhalten. Vielen lieben Dank. Das sehe ich gerade auch zum ersten Mal. Leute, muss ich noch liken und Thanks drunter schreiben. Dann hier NXA VEXO. Ich weiß nicht, wie man den Namen genau aussprechen soll. Kannst du mal ein Tutorial für deine Schwerter machen, bitte? Leute, da werde ich wahrscheinlich einfach nur eine Textur ändern und die Stats bearbeiten. Ja. Darwin schreibt, mir kam halt einfach die Idee, das Schwert so zu machen. Habe mir einfach ein paar Dinge aus dem Internet rausgesucht, wo ich was benutzt habe. Aber den größten Teil habe ich mir selber ausgedacht. Mega nice Video. Vielen lieben Dank. Die Schwerter waren auf jeden Fall auch echt nice. So. Gott, hier kommt ja... Okay, das waren jetzt alle. Okay, Anidorf schreibt, Frage. Hast du vor, mit jemand anderem eine Gruppe zu machen? Nur eine Frage. Muss ich nochmal schauen, Leute, was sich da ergibt, aber ja. Und mein Favorit von den Schwertern sind die ersten zwei Links bei der Seite. Kannst du mich vielleicht mal grüßen? Ich liebe deine Videos. Mein Name ist Emily. Emily, Grüße. Gehen raus an dich. So. Aus dem Nichts machen, bitte. Kacker zum Werfen. Leute, ich kann nicht Kaka zum Werfen reinpacken, es tut mir leid, das funktioniert nicht so gut mit dem Modpack, sonst würde ich es eventuell sogar hinzufügen. So, was ich aber jetzt machen wollte, Leute, ist in das gute alte Städtchen zu gehen. Erstmal ein bisschen Rüstung an und natürlich den Helm, damit wir nicht erkannt werden. So Leute, dann wollen wir mal loslegen. Zack. Und das Rebellenstück. Da muss ich, glaube ich, hin. Hier. Perfekt, Leute. Da sind wir doch richtig hier. So. Dann wollen wir mal schauen, ob sich in der Stadt noch irgendwie was getan hat. Kuh, du machst komische Geräusche. Ja, du. Oder war das was anderes? I don't know, Leute.
Ah, hier begann alles, Leute. Wer weiß noch, die erste Folge von Minecraft Eon, da bin ich hier aufgetaucht. Uiui, das ist auch schon wieder gefühlt eine halbe Ewigkeit her. So, okay, der Sound kommt mir gerade ein bisschen laut vor. Ein bisschen leiser stellen, Leute, nur ein bisschen. So. Dann schauen wir mal in die Stadt. Da ist er auch schon perfekt. Och nee, nicht du schon wieder. Zwei von den Dingern, willst du... Ah! Das hat hoffentlich keiner gesehen. Oh nein, das bleibt hier ja auch für immer liegen. Irgendein Mod macht es, dass die Items nicht despawnen. Das ist richtig schrecklich, Leute. Oh, nice. Level 10 im Laufen. Sehr schön. Oh Gott. Zack. Boah, Gott, haben die vier hier freigesprengt. Das ist ja schrecklich. So, jetzt habe ich ich habe genau ein Stack Erde jetzt, super. Okay, Leute. Nein, 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 nein. Och nee, woher kommen die alle? Das ist ja nicht normal, ey. Nein, oh mein... Wieso greift er mich an? Hä, ich habe doch den Helm auf. Hey, das Schild ist ja eigentlich noch gesucht, ja. Ey, 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 ey. Ich habe keine Pfeile. Was zur... Oh mein. What the Fisch, Leute. Wie viel Schaden macht der? Woher wissen die, wie ich aus... dass ich nur einen Helm anhabe? Was? Oh Gott, hier ist auch Invasion dieser komischen... Oh. Was zur Hölle ist hier los? Ich mag dieses Event nicht. Leute, dieses... The Hissing Sounds Begin. Oh mein Gott. Hier sind so weit, man... Das ist doch nicht normal. Okay, Leute... Ich versuche in die Stadt zu kommen. Hier sind überall diese. Die erkennen mich alle? Willst du mich veräppeln? Die wissen, wer ich bin? Also die können mich auch durch den Helm mittlerweile hier. Was? Woher wissen die das mit dem... Ey. Oh Gott, Leute, die sind alle böse auf mich. Okay, die halten extrem viel aus. Was zur Hölle? Oh Gott, Leute, ich muss hier weg. Oh Gott, der Creeper. Oh Gott, die Stadt muss mich hassen dafür. Oh Gott. Was? Wurde von einem Control-Mech MK5 erschlagen. Was? Seit wann sind die so stark, Leute? Beziehungsweise, wir haben noch nie gegen die gekämpft, aber... Was? Zur Hölle... Leute, die sind extrem stark, diese Roboter. Und die erkennen mich auch trotz des Helms. Wir haben ein dickes Problem. Leute, was machen wir jetzt? Okay, Leute. Schreibt mal gerne voll... oh Gott, woher wissen die, dass ich den Helm habe? Leute, schreibt mal gerne eure Theorien
gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen. In der nächsten Folge lesen wir die uns dann auf jeden Fall durch. Leute, das soll es auch mit dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen planetarischen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt natürlich auch den Abo-Button. Das würde mich mega freuen. Und Leute, jetzt wünsche ich euch noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann!